Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Until Dawn. Ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Ich will das natürlich ja nicht verpassen. Oh yeah. Weiter geht's. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben und haben den Generator angemacht, damit wir mehr auf dem Weg sehen können. Falls ihr euch wundert, ich habe kleine Stöpsel drinnen, weil das letzte Mal, die sind zu groß. Die will nur weniger hören, damit es nicht so erschreckt das und rumschreit. Okay, wir sind laut genug. Okay, dann gehen wir weiter und gucken, was passiert. Elektrisch, alles elektrisch. Tada! Tada! Oh je. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Hübsch, hübsch. Ich bleib hier auf der Brücke. Ist doch hübsch. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Total gespannt. Oh, sehr süße. Ein Sexurlaub. Sie mag ein Dreier. Ich will halt nichts übersehen hier. Eigentlich möchte ich hier jeden Winkel abgucken, ja. Jeden Fleck. Hoffentlich hat die GEMA wieder nichts dagegen. Absperrband. Gegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Möge ein Frieden ruhen, woran änderst du dich? Respektvoll. Ja. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Oh ja. Ich frage mich nur, wo die Leichen sind. Ob die jemand weggenommen hat oder immer noch da unten liegen? Na gut, die hat man ja anscheinend gefunden. Nee, hat man nicht gefunden. Ach so, ich dachte, die hatte man gefunden, hat's Radiotyp gesagt. Mensch. So. Man bedenke, dass er eigentlich mit unser Grund war, warum das Ganze passiert ist. Da schreit jemand. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Irgendwas? Das war ein Schrei. Irgendwas. Ja, braucht man keine Angst haben. Es war nur irgendwas. War ein Tiger oder ein Bär. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Du willst doch nur was anderes. Was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Ja, okay, ich weiß, wer stirbt. Oh ja, weil ich alleine durch irgendwelche Höhlen gehe. Durch Minen, ja genau. Gott, Jess! Ja. Hoffentlich hat sie sich ihre Fresse aufgemacht. Hey, Jessica! Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Schieb die Lore weg. Jo, ich spring runter. Hm. Ist die Frage. Ich hätte gesagt, wir gehen mit dir und gehen dann durch die Höhle durch. Springen wir runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Da stand einer hinter uns. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Aber dass sie nichts gesehen hat? Na gut, sie sieht ja gar nichts, ne? Okay, wenn wir jetzt oben geblieben, hätte sie ihn wahrscheinlich erwischt. Kann möglich sein. Adonis, schieb die Lore weg. Okay. Adonis hat eine Kraft. Hilf mir schieben. Beweg deinen Zuckerschneckenarsch. Schiebung! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Oh mein Gott! Warum nicht gleich auf der Lore, oder? Oh. Wir haben sogar einen Zuschauer. Ich glaube, wenn da Staub reinkommt, wie das reibt. Oh.
Kann man irgendwas angucken? Hallo? Einfach mal ein bisschen weitergehen. Ich werde alles sehen. Alles. Das ist ein bisschen schneller laufen. Okay. Oh. Oh, 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 Scheiße. Oh. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Warum hat sich das Ding jetzt bewegt? Man läuft auch niemals auf Schienen, Kinder. Niemals. Egal was ist, man läuft niemals auf Schienen. Oh Himmel. Links oder rechts? Und zwar nur die richtig gruseligen. Guck mal rechts, wo die Lore herkam, oder? Aber da ist nichts, da geht's eh nicht weiter. Wie das aussieht. Okay. Da liegt was. Ah. Oh nein. Ein neues Artefakt. Ist ein schwarzes. Es ist ein weißes. Oh nein, also ficken ist nicht. Ein Glückstotem. Glückstotem. Weiß, also Glück. Weiß, okay. Das habe ich gesehen. Ich habe es genau gesehen. Da verfolgt uns jemand. Ein Glückstotem. Hm. Okay, sie kriegt den Orgasmus noch und stirbt dann. Das war ihr Glück. Glücklich gestorben. So kann man es auch nennen. Sorry. Wo bleibt sie denn? Zieht sie sich schon aus oder was macht sie? Ja, denn? Wahrscheinlich. Warum kommt der Staub plötzlich aus der Treppe? Wie geht das überhaupt? Ach so. Scheiße. Rechts oder links? Rechts. Alles klar? War knapp. Ich wäre zurückgegangen, hätte die Lore genommen, wäre drüber geklettert und wäre wieder zurück. Ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Wir haben dich. Wir haben dich gerade noch ausziehen gesehen. Ja, man könnte sogar noch zurück. Mhm. Wo ist das Ding runtergeknallt? Ach, links. Aber wir können rechts lang. Ist rechts? Ah. Zigarre. Zigarre. Ort, um gemütlich Zigarre. Ah, Hinweis. Zigarettenstummel. Frisch. Okay. Der Mörder ist ab und zu hier, hä? Perfekt wird er hingestellt, so wie es am Anfang war. Geil. Wow. Hinweis entdeckt. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Für euch zwei extra errichtet, Milady. Dass ihr Spaß habt hier gleich. Ihr habt da Spaß. So richtig Spaß. Wahrscheinlich finden sie jetzt ein Bett oder so. Da ist auch was. Was ist hier? Danger, danger, Hinweis danger entdeckt. Ist alles gefährlich. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Bricht sie denn zusammen, hä? Alles Hinweise. Hast du sie umdrehen können oder so? Mal angucken können. Nur angucken. Wir könnten natürlich gucken, was die Hinweise sagen. Gefahrenkarte der Mine. Fundort Mine. Eine Karte in Markierung eines Bauingenieurs. Die Statikmenge in der Mine zeigt offenbar, wussten die Besitzer über den Einsturzrisiko Bescheid. Oh. Okay. Hell yeah. Das sind die anderen. Da haben wir sogar zwei schon vergessen. Wie? Mann. War bestimmt ich. Weil man nicht hier alles anguckt. Das war bestimmt im Haus. Müssen wir uns beim Haus ein bisschen umschauen. Stimmt, da wo es dunkel war. Ja. Milady steht nix. Wieder mit dem Zuckerarsch irgendwo davor. Ja, lauf doch vor und guck, ob da jemand ist. Mann. Genau, mich täten keine 20 Pferde da reinbringen. Genau, dass ein Mädchen halt vorangeht, das ist nicht gruselig. Nein. Ja, wobei, du bist hinter mir, dann würde ich. Ich hab wenige Sorgen. Endlich. Da geht's raus, hä? Jetzt wollte ich raus. Und nu sind wir draußen. Das Knirschen von dem Schnee ist ja geil. Wie beim richtigen Schnee. Ja, so richtig frischer Babschnee. So, was ist hier links? Rechts will sie ja lang. Das ist bestimmt der richtige Weg eigentlich. Ja, da liegt was. Das war der richtige Weg gewesen. Wieder ein Totem. Artefakt. Eine Echse? Okay.
Gelb. Gelb. Verlusttotem. Alter, hat die Kacke einen Kiefer gehabt? Eigentlich könnte man es ja angucken. Der hatte keinen Kiefer mehr, Alter. 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 Wir haben schon zwei Verlusttotem gefunden. Oh. Okay, hat das dann auch wieder was zu bedeuten oder müssen wir allgemein alle finden? Am besten alle. Dass oder wir quasi alles freischalten können, was es gibt. Aus Verhandlungen wahrscheinlich. Oder kann es, ja, vielleicht kann es auch sein, dass wenn wir mehr Glückstotem finden, dass wir mehr Glück haben oder so. Oder wissen, was wir machen müssen. Was hier ist links? Was hier ist links? Okay. Kabin. Okay, ist nix. Nichts. Dann geh mal hoch. Und dann reißt der die Klamotten runter. Sofort. Mensch. Genau, ist kalt und die laufen so, als wäre gar nichts. Ja, ja, Bewegung. Aber was für Bewegung. Also, wer so langsam läuft. Mann, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Guck hin! Schau nach! Ich will erstmal hier gucken. Hey, Jazz? Blackwood Pines. Bleib dich bei mir, okay? Gebirgswohner. Mackenzie Wolf, Kenz Lupus, Okkentelüdes. Steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern. Greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, deren das begegnet. Wir streichen einen Bären. Genau, wir streichen einen Bären. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Prärken gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bären, Okos Aktor, Hobbelis. Die Grizzly, eine allfressende und ausgeprägte Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Sein bevorzugter Nahrung ist Fleisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf die Tiere trifft. Obwohl Grizzly Bären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapit. Ein prächtiger Wapiti durchstreift dieses Land, doch es ist schon seit tausenden von Jahren, obwohl sie zumindest eher sanftmütige Geschöpfe sind. Mit den dominanten Männchenbullen dafür bekannt, ihren Herren vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angreifen führen kann. Okay. Sonst hier noch was? Also mal runter gucken, ne? Schauen wir. Okay. Lass mal sehen. Oh je, jetzt kommt gleich wieder was. Hä? Achso, ich dachte, da hängt einer. Das war wieder so klar. Dass wieder sowas passiert. Ew. Nochmal. Meint, da kommt nochmal was. Ich traue dem Ganzen nicht. Hallo? Kannst du nicht weiter gucken? Nach oben auch nicht? Himmel? So? Ich kann nichts mehr. Nur. Okay. Jetzt kommt's gleich, wenn du nicht dran denkst. Kommt nix, okay. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe. Wir sind ganz allein hier. Du hast es auch wirklich gesehen, Babe. Nochmal gucken. Sag los, wir müssen so oft gucken, bis jetzt so wieder nochmal so ein Schreckmoment kommt. Geil, oder? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal was kommt. Ja? Hallo? Hallo, wo bist du? Vor allen Dingen, wie nah muss der dran sein, dass du, dass das so nah. Ja, der war ja eigentlich ganz nah. Ich hab gerade gedacht, da oben wäre was. So ein Auge links oben, aber das ist ja nur. Nee, das ist nur Spiegel. Kommt nix. Okay, das heißt zurück, hä? So. Anderen Weg gibt's ja nicht. Weitergehen? Ja, wo weiter? Hier rechts rauf. Das haben wir alles gelesen. Da geht's auch noch runter, schau. Da steht da auf dem Schild. Nein, geht eh nicht. Kabinen, okay. Da ist was. Ah, okay, hier geht's weiter. Oh ja. Ladies first. Me lady. Jetzt
Ganz gemütlich. Also ich würde das hier nicht mit dem Rudel Dinosaurier durchrennen. Als er es nicht gesehen hat gerade. Tu nicht so. Das hat er doch auch gesehen. Die Musik. Wasser. Oh. Wasser, Bär. Alter. Blutige Henneke. Vorsicht, Matzenhirn. Ratten mit Flügeln. Witzig, ich hab nur geflirtet. Ich hab nur geflirtet. Komm, mach mal das. Ich hab nur geflirtet. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich hab viel Liebe zu geben. Ja, das haben wir schon gemacht mit Emily. Da war ja auch hier der eine, der ist auch jetzt weg. Aha. Fluss. Zack, reingefallen. Das heißt, hier kommen auch Bären. Ja, das habe ich eben gemeint. Oh yeah. Manchmal ist es ein bisschen komisch mit der Steuerung, wenn du plötzlich das Bild wechselst und dann so. Wo geht's anders weiter da? Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Genau, kletter rüber. Oh, buh. Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Buja. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Vergiss es. Ja, sie steht unten wahrscheinlich, yes. Wartet, dass wir rüberklettern. Jess! Oh, Jess. Sitzen wir wieder beim Psycho? Okay. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Können wir uns darauf einigen, dass wir sie Taddy nennen? Komm schon. Das Wasser schaut nicht sauber aus. Okay, George, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Oh, sie will baden gehen. Baden. Baden. Aber wir schauen erst im nächsten Part weiter. Würde ich jetzt auch sagen. Genau, was hier weiter passiert. Und was mit Jess abgeblieben ist, werden wir wahrscheinlich auch dann erfahren. Sie wird wahrscheinlich irgendwas gesehen haben oder irgendwie, was weiß ich, steht hier plötzlich ein Wolf für ihr oder so. Wer weiß, wer weiß. Lasst einen Daumen und einen Kommentar da und seid im nächsten Part wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.